habe ein paar spöttische Bemerkungen bekommen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die hier reingekommen sind. Sagen, wo tagt die BDA? Normalerweise tagen wir auch bei uns, aber manchmal gehen wir auch raus. Und dies heißt Factory. Ne? Also das ist eine Fabrik, hier ist eine Denkfabrik heute. Aber vorne in der ersten Reihe sitzt Rainer Dulger, der Präsident von Gesamtmetall. Der kennt viele Fabriken und jetzt sind wir mal in einer anderen Form von Fabrik. Und ich freue mich, dass Sie da sind. Wir haben ja, die Themen sind klar, wie wir jetzt in den nächsten knapp einer Stunde machen, fördern, fordern, Brücke in Beschäftigung, Zuverdienstgrenzen, bedingungsloses Grundeinkommen. Aber ich will mal mit was anderem anfangen, nämlich mit der Imagefrage. Also die beiden Professoren haben ja ein paar Zitate schon gebracht, dass, wenn man über Grundsicherung redet, kochen die Emotionen ja besonders hoch. Eine Stimme forderte, der Sozialstaat soll nicht über Rache funktionieren. Ich glaube, es war Kevin Kühnert. Aus einer anderen Ecke wurde beklagt, Hartz IV ist sozialstaatlich organisierte Erpressung und Entmündigung. Wir haben ja zwei Bundestagsabgeordnete hier. Zum Basisprogramm eines Bundestagsabgeordneten gehört ja auch der Besuch beim Arbeitsamt, neue Jobcenter. Und deswegen meine Einstiegsfrage an Lars Klingbeil und Paul Ziemiak. Wie arbeiten denn eigentlich die Jobcenter in Ihren Wahlkreisen? Werden die Arbeitslosen dort drangsaliert und gequält? Machen die Mitarbeiter ihren Job da ausgesprochen mies? Ist das Erpressung und Entmündigung? Das müsste Ihnen ja in Ihrer Wahlkreisarbeit schon mal aufgefallen sein. Lieber Lars, fang an. Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe so eine nette Frage doch gleich am Anfang. Ja, ne? Auch so eine nette Begrüßung vorhin, Steffen, bin ich von dir gar nicht gewohnt. Aber also natürlich ist man als guter Bundestagsabgeordneter viel in den Jobcentern. Ich habe eine Optionskommune, das heißt, ich habe sogar noch den Landkreis, wo ich auch regelmäßig bin. Und da machen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen verdammt guten Job. Das sieht man daran, dass wir auch sehr gute Zahlen haben bei uns in den beiden Landkreisen. Und trotzdem ist es natürlich so, dass wir darüber reden müssen. Und das ist die Debatte, die durch die SPD, ich habe jetzt gerade in deiner Begrüßung gelernt, eigentlich war sogar BDA verantwortlich dafür, dass wir eine Sozialstaatsdebatte jetzt führen in diesem Land. Aber die SPD hat es dann dankenswerterweise aufgenommen, müssen wir darüber reden, wie sich auch in den letzten 15 Jahren Rahmenbedingungen verändert hat, was anders werden muss. Und ich habe, das ist ja auch in dem Zitat deutlich geworden, was von mir gebracht wurde, vor allem sehe ich die Digitalisierung als großen Punkt, der erforderlich macht, dass wir den Menschen, die heute in den Jobcentern fleißig arbeiten, dass wir denen auch neue Möglichkeiten der Betreuung, der Beratung, der Begleitung mit an die Hand geben. Und wir gucken, wie wir insgesamt bei dem Ziel bleiben, dass wir Menschen möglichst schnell wieder in Arbeit bringen. Das sollte uns alle umtreiben. Ich halte überhaupt nichts von irgendwelchen Modellen, wo man den Menschen Geld gibt und sagt, guck, wie du damit zurechtkommst. Also der Anspruch der SPD ist, dass Menschen sehr schnell wieder in Arbeit kommen. Das machen die Jobcenter heute, aber ich glaube, es geht 15 Jahre nach der großen Reform noch besser. Und da wollen wir jetzt mit dem Koalitionspartner mal gucken, welche Ideen er hat, welche Ideen die Union bereit ist umzusetzen in dieser Legislatur. Da freue ich mich auch auf das, was der Kollege Ziemiak heute an Ideen mitgebracht hat. Okay, das klingt ja ein bisschen anders als Rache, Erpressung und Entmündigung. Also wie viel Rache, Erpressung und Entmündigung gibt es im Sauerland? Ich will jetzt mal auf die Frage antworten, wie arbeiten die Jobcenter und auch die Arbeitsagenturen? Ja, in den Jobcentern, meinte ich. Genau, wie arbeiten die? Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Ich kenne das Sauerland gut, ich kenne auch das Ruhrgebiet in meiner Heimatstadt Iserlohn. Ich habe mich damit ja viel beschäftigt. Ich glaube, die Arbeitsagenturen machen einen ausgezeichneten Job. Auch was wir mittlerweile an Arbeitgeberservice haben, an Vermittlungsleistungen, das ist alles sehr, sehr gut. Zum Teil allerdings, das will ich als Kritik mal sagen, bevor wir zu den Fragen von ALG-2-Leistungen kommen, den Anschluss verpasst auch in dem Wettbewerb um Jobvermittlung aus einer Zeit, wo man gedacht hat, jeder, der Arbeit sucht, der wird schon kommen und dann wird man schauen. Und mittlerweile, Fachkräftemangel, vieles andere, haben sich die Verhältnisse umgekehrt. Und es gibt Arbeitgeberservice haben gar nicht mehr den Zugriff auf die ganzen Jobangebote, die es gibt, um sie dann auch zu vermitteln, weil das vieles digital läuft und da wurde einiges, glaube ich, verpasst. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir arbeiten die Jobcenter. Ich glaube, dass die meisten einen guten Job machen, aber die meisten oder viele Mitarbeiter sind schlicht und ergreifend überfordert. Wenn man sich mal einen Tag hinsetzt in so einem Jobcenter, dann merkt man schnell, dass dort eine individuelle Vermittlung, Beratung häufig nicht stattfindet. Und ich glaube, es geht auch ein Stück weit um die Frage des Respekts. Viele geben sich Mühe und es gibt manchmal Ausnahmen, wie mit den Menschen umgegangen wird. Ich will das an einem Beispiel. Ich habe ein Jobcenter besucht und bin dann in diesen Infoschalter gegangen und da saß ein Mitarbeiter an diesem Info, den konnte man fragen und der hatte tatsächlich ein T-Shirt an, auf dem stand,
ich zitiere diese Aufschrift, einen Scheiß muss ich. Und das habe ich wirklich nicht so gut gefunden und ich habe den, mache ich sonst nicht, aber ich habe das auch gesagt, das geht nicht bei der Geschäftsführung, dieser Mann muss da weg, der kann da nicht so sitzen mit diesem T-Shirt, weil es ist für viele, die dorthin gehen, häufig ein nicht so ganz einfacher Weg. Und trotz dieser Kenntnis, deswegen sollten wir darüber sprechen, was wir ändern, was wir besser machen können, lieber Lars, aber nicht dieses Pauschale, was gefordert wird. Du hast gerade ein paar Zitate vorgelesen, Hartz IV muss weg, das war ein Fehler, das muss alles anders. Das System an sich ist richtig, auch Sanktionen sind richtig und wichtig, aber die Frage ist doch, wie ich das System so gestalte, dass diejenigen, die sich bemühen, dass denen geholfen wird und bei denen, jetzt komme ich zum Fördern und Fordern, bei denjenigen, die nicht mitmachen, die müssen natürlich sanktioniert werden. Ja, ich fange damit an, weil ja die Bundesagentur so organisiert ist, dass Gewerkschaften, Arbeitgeber und Politik gemeinsam den Laden organisieren und manchmal wundern sich sowohl Gewerkschaften wie Arbeitgeber, wie mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da umgegangen wird. Und ich freue mich, dass ihr mal so ein klärendes Wort auch über die Leistungsfähigkeit, aber auch Reformnotwendigkeit, was ja eine dauernde Aufgabe ist für die Bundesagentur. Denn wenn man dauernd davon redet, dass das in die Nähe des offenen Strafvollzugs rückt, dann motiviert man natürlich auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einer solchen Organisation nicht. Fördern und fordern. Also lassen Sie uns doch vielleicht mal mit dem Fördern anfangen. Ja, das ist irgendwie ein sympathischer Beginn. Frau Hassel, Sie haben ja gesagt, da gäbe es Defizite, etwas, ich übersetze das jetzt mal in meine Sprache. Also der Weg zurück in Arbeit, wir haben Facharbeitermangel, wir haben immer noch rund 2 Millionen Menschen, die als beschäftigungssuchend gemeldet sind. Wo würden Sie denn, ich sag mal, Gas geben, etwas salopp formuliert, wo würden Sie stärkere Anreize geben, dass sich die Menschen wieder aus der Grundsicherung heraushören, also fördern? Ja, Facharbeitermangel. Wir haben Facharbeitermangel. Wir berechnen das auch regelmäßig. Aber was wir nicht sehen, ist, dass der Facharbeitermangel tatsächlich sich zum Beispiel auf eine gesteigerte Lohnforderung der Beschäftigten niederschlägt. Ja, und ich sage das nicht, um von der Frage abzulenken. Ja, aber die Abschlüsse steigen genau, ja gerade. Ja, aber nicht so, dass man sagen würde, wir können tatsächlich den Effekt von Facharbeitermangel auf dem Arbeitsmarkt sehen. Die Arbeitgeber sind nicht bereit, diesen Facharbeitermangel dadurch zu begegnen, dass sie sagen, wir ziehen wirklich gute Kräfte an uns an und beschäftigen sie zu den Bedingungen, die sie jetzt aufgrund des Arbeitsmarktes wirklich auch hätten einfordern können. Und ich glaube, der Punkt, den ich dabei machen möchte, ist, wenn wir uns jetzt anschauen, wie Arbeit in den Arbeitsmarkt vermittelt wird, dann stellen wir immer noch fest, dass auf der Arbeitgeberseite sehr konkrete Erwartungen daran gestellt werden, was einzelne Arbeitslose mitbringen sollen, um diesen Job auszufüllen. Wir stellen auch fest, dass die meisten der Arbeitslosen diese sehr konkreten Anforderungen dann gar nicht genügen und für Arbeitgeber sehr schnell gar nicht in die engere Wahl gebracht werden und diese Vermittlungsprozesse deshalb auch haken. Und das will ich den Arbeitgebern gar nicht vorwerfen, sondern ich glaube, dass wir aus einem System kommen, das sehr beruflich organisiert war in der Vergangenheit. Also wir haben hier ein sehr ausgeprägtes berufliches Bildungssystem. Wir zertifizieren Qualifikationen sehr genau im Unterschied zu fast allen anderen Ländern dieser Welt. Und dass darauf bestimmte Erwartungen generiert werden, die dann sagen, aber wir brauchen jetzt für diese Stelle genau diese Person mit den Qualifikationen und dem Lebenslauf und wenn diese Person nicht vorhanden ist, dann lassen wir die Stelle lieber leer oder wir organisieren uns anders, als dass wir Arbeitslosen wirklich in diesen Betrieb wieder integrieren. Also für die Vermittlung, glaube ich, wäre es wichtig, wenn man konkret, und ich weiß, die BA geht diesen Weg, die BA arbeitet mit Arbeitgebern, regionalen, lokalen Arbeitgebern zusammen und sagt, hier, das sind die wir zur Verfügung haben, unsere Arbeitslose, da sind die offenen Stellen, wie können wir die zusammenbringen? Ich glaube, dass dieser Prozess noch intensiviert werden muss und zwar in Dialog, in der stärkeren Auseinandersetzung mit den Arbeitgebern und ihren Vorstellungen von dem, was die Fachkraft eigentlich mitbringen will. Ja, ob ich alle Ihre Einschätzungen teile, muss ich mich als Moderator jetzt mal zurückhaben. Reicht Ihnen denn das, Herr Krämer, was Frau Hassel hier unter dem als Brücke in Beschäftigung als erste Maßnahme anbietet? Na, ich würde es einfach noch ergänzen. Also wenn wir uns den verhärteten Kern der Langzeitarbeitslosigkeit angucken, dann haben wir doch darin auch viele Menschen, die die Erwartung
nach Füllung der Fachkräftelücke gar nicht erfüllen können, weil sie die Voraussetzungen nicht haben, weil die soziale Probleme haben, überschuldet sind, psychische Probleme haben und so weiter. Ja? Das heißt, wir brauchen eine, und wir haben ja nun sehr niedrige Bedingungen dafür, damit jemand als dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehend anerkannt wird. Also brauchen wir für diesen Kreis spezifische Maßnahmen, die auf Teilhabe gerichtet sind. Und wenn wir den Fachkräftemangel mildern wollen mit der Arbeitsmarktpolitik, dann, da schließe ich an, was Frau Hassel zum Berufsschutz gesagt hat, es wäre natürlich fatal, wenn auf Qualifikationen keine Rücksicht genommen wird. Ich habe Zweifel, ob das wirklich jetzt für alle Jobcenter stimmt, aber natürlich... Wir haben ja auch jemand, bei den 1 Million offenen Stellen 150.000 Helfer. Das ist ja nicht jetzt unbedingt das obere Ende der Talentskala, es werden auch 150.000 Helferinnen und Helfer gesucht. Das ist nicht so, dass es nur um Hochprofilqualifikation. Nein, aber sie brauchen für alle diese Jobs soziale Kompetenz, Durchhaltevermögen, Arbeitsfähigkeit, eine psychische Stabilität und so weiter. Und bei denjenigen, die jetzt durch irgendwelche Brüche, weil ihre Unternehmung pleite gegangen sind oder weil ihr Job, ihr spezifischer Weg gefallen ist, ist natürlich eine Qualifizierungspolitik notwendig, die möglichst nah an den bisherigen Qualifikationen dieser Menschen ansetzt und sie für eine Fachqualifikation weiterbildet. Ja, das ist sicherlich möglich. Möglicherweise kann man auch diesen Fokus der Zumutbarkeit im Gesetz nochmal modifizieren, um diesen Aspekt auszudrücken. Aber natürlich kann es auch nicht Sinn sein, in einer so flexiblen Arbeitsmarktlage ein Recht einzuräumen, eine einmal eingenommene Qualifikation den Rest seines Lebens ausfüllen zu können. Also ich glaube, da braucht es eine flexible Form, die möglichst auf die Qualifikation der Leute Rücksicht nimmt. Also das klingt bei den beiden wissenschaftlichen Beiträgen nicht so richtig nach Revolution der Grundsicherung, sondern moderater Fortentwicklung. Politik ist ein bisschen Forscher. Lars Klingbeil wird schon unruhig und will ein paar Vorschläge machen. Gehört zu diesen Vorschlägen denn auch die Frage der Zuverdienstgrenzen auch zum ein Thema, was wir ja auch sehr intensiv diskutieren? Das ist keine Sanktion, sondern materieller Anreiz. Es ist eine liberalere und nicht so friktionsbereiche Zuverdienstregelung. Aber wo würde die SPD jetzt bei Hartz IV jetzt, wollt ihr das ganze System abschaffen, wie es manchmal so klingt bei manchen aus der SPD, jetzt ist der Zeit, Dinge klarzustellen. Ich empfehle, den Parteivorstandsbeschluss zu lesen. Da steht drin, was sogar der BDA unterstützen kann und auch sagt, das ist sehr richtig, was wir da beschlossen haben. Und dann kommen auch diese ganzen Gespenster, die im Raum stehen mit, wir wollen jetzt die Sanktionen abschaffen, was null da drin steht, auch wenn Paul Ziemig das heute vielleicht noch 20 Mal sagt, wird es da nicht drinstehen oder andere Dinge, die sind da gar nicht drin, sondern wir haben uns Gedanken gemacht über die Frage, gleich Paul, wie können wir den Sozialstaat für die Zukunft aufstellen, und ich will einen Punkt von gerade nochmal rausgreifen, weil wir dürfen uns auf den Zahlen, die wir heute haben, die gut sind und die in der Tat, das würde ich immer unterstreichen, ganz viel auch mit dem Reformmut von Gerhard Schröder zu tun haben, wir dürfen uns auf diesen Zahlen nicht ausruhen, das ist für mich der entscheidende Punkt, wir werden Umwälzungen erleben in den nächsten Jahren, die größer sind, als das so mancher in der Politik, in der Wirtschaft, bei den Gewerkschaften wahrhaben will heute. Ich war 8 Jahre lang netzpolitischer Sprecher, ich habe mich viel mit dem Thema auseinandergesetzt und ich mutmaße mir einfach mal an, dass ich ein bisschen auch was dazu sagen kann, wie sich der Arbeitsmarkt verändert. Und wenn wir nicht gemeinsam auf den Aspekt der Qualifizierung steuern, dann werden wir ein Problem bekommen. Deswegen schlägt die SPD ein Recht auf Weiterbildung vor und sagt, wir müssen ganz massiv was in der Weiterbildungslandschaft in diesem Land tun. Es wird dazu gehören, dass ich den Menschen abverlange, dass sie nicht stehen bleiben, sondern dass sie sich weiterbilden und bereit sind, mit uns diesen Weg zu gehen. Auf der anderen Seite braucht man dann aber einen Sozialstaat, der ihnen auch sagt, bei den Veränderungen, die kommen, fallt ihr nicht innerhalb kürzester Zeit in ein Loch. Das ist, glaube ich, das Versprechen, was man abgeben muss, und das ist das, was wir auf den Weg gebracht haben. Hinzuverdienstgrenzen, weil du es konkret gefragt hast, ich habe überhaupt kein Problem mit der Diskussion. Ich auch sagen, ich habe kein Problem mit der Diskussion. Was mein Anspruch aber ist, ist, dass wir nicht zu einem Mechanismus kommen, wo wir sagen, wir bringen die Leute in die Grundsicherung und dann können die noch nebenbei arbeiten und wir haben das, was wir haben heute knapp 1 Million Menschen, die arbeiten, Vollzeit arbeiten und trotzdem Hartz IV bekommen und sowas, Entschuldigung, da habe ich die falsche Zahl. 1 Million Aufstocker, das war die Zahl, die ich eigentlich nennen wollte. Und das ist etwas, was ich falsch finde und was ich finde, was in der Arbeitsmarktpolitik nicht sein darf. Ich habe aber kein Problem mit einer Diskussion über Hinzuverdienstmöglichkeiten.
Wobei ich jetzt noch nicht die Schlussfolgerung habe, ob du dafür bist. Also es ist in der guten Demokratie ja offen, alles zu diskutieren, und dass die SPD damit kein Problem hat, ist eine honorige Stellungnahme, aber ist noch keine politische Positionsbeziehung. Mein Wunsch wäre, und das können wir heute hier sogar vereinbaren, bisher höre ich von der Union, nachdem wir unser Sozialstaatskonzept vorgelegt haben, nur ist alles Quatsch, alles teuer, machen wir nicht mit, muss nichts verändert werden, Sozialstaat so wie er heute ist, ist gut. Ja, weder höre ich von der Union, dass sie sagen, wir müssen im Bereich der Weiterbildung was machen, weder höre ich, dass wir länger Arbeit bezahlen, weder höre ich, dass wir bei Sanktionen irgendwie was verändern, wie das ja auch die beiden Wissenschaftler gesagt haben. Wenn Paul Ziemiak heute sagt, wir sind bereit, in dieser Legislatur noch zur Veränderung zu kommen, lasst uns gemeinsam drüber reden, dann können wir auch ein Thema wie Hinzuverdienstgrenzen gerne mit reinnehmen. Lars Klingbeil hatte die Möglichkeit zur Klarstellung, Paul Ziemiak gleichwohl. Aber das ist ja das, wenn ich das mal sagen darf, Lars, den ich ja sehr schätze, er macht das sehr geschickt, aber am Ende geht es nicht auf. Warum? Er hat jetzt bei der Frage beispielsweise der Aufstocker, er hat bei der Frage der Sanktionen jetzt nicht gesagt, was er eigentlich machen möchte. Er hat jetzt auf das Sozialstaatskonzept der SPD verwiesen, das ich kenne. Und jetzt kommt das Problem. Dann ist Andrea Nahles beim Juso-Bundeskongress und spricht darüber, dass die Sanktionen, so wie sie sind, bei jungen Menschen abgeschafft gehören. So, und jetzt profitiert ihr davon, dass ihr die Erwartung bei manchen, die Hartz IV komplett abschaffen wollen, weckt. Am Ende kommt ein Sozialstaatskonzept, das liest jetzt keiner, vor der Wahl lesen es wieder die Leute und schwupps gehen die Ergebnisse runter, weil es am Ende keine konsistente Haltung ist. Und jetzt komme ich zu dem, was wir uns vorstellen. Ihr fordert ja zum Beispiel in dem Sozialstaatskonzept, dass es ein Recht gibt auf eine Berufsausbildung. Das finde ich übrigens ein ganz, ganz wichtiges Instrument, weil wir haben junge Menschen, die in diesem ALG-2-Bezug sind, die aus verschiedenen Gründen dort gelandet sind, keine Ausbildung gemacht haben, und diejenigen, die dann wollen, finde ich, sollten wir zumindest, solange sie dann ernsthaft diese Ausbildung betreiben, unterstützen. Bei den Zuverdienstgrenzen könnte man ja auch über die Frage diskutieren. Momentan haben wir ein System, wo je mehr ich hinzuverdiene, desto mehr wird mir angerechnet auf meine Leistung. Könnte auch überlegen, ob man das nicht umkehrt. Je mehr ich verdiene, desto weniger wird auf meine Leistung angerechnet. Das heißt, von den ersten 100 Euro wird ein sehr, sehr großer Teil angerechnet, um zu sagen, verdien doch nochmal 100 Euro mehr, weil von den nächsten 100 Bells noch mehr und. Und am Ende müssen wir doch die Frage alle ehrlich miteinander beantworten. Welche Sanktionen sind sinnvoll? Wenn du jetzt über die Frage von Sanktionen sprichst und ob ich bereit bin, etwas zu machen. Ich bin immer bereit, über eine kluge Idee, wenn etwas anderes wirksamer ist und klüger ist und Menschen mehr motiviert, mehr fördert, etwas zu tun. Und genauso geht es dann auch um die Frage, welche Beratungsschlüssel gibt es? Die Frage ist, wie viel Zeit haben eigentlich die Mitarbeiter, um dort zu helfen? Ja, aber bitte nicht den Eindruck, und den erweckt ihr, wenn ich das mal sagen darf, ihr erweckt den Eindruck, ihr wollt dieses Hartz-IV-System, in Anführungsstrichen, das es jetzt gibt, das wollt ihr nicht mehr haben, weil die Welt hat sich verändert, Deutschland geht es gut. Und damit wird am Ende eine Hoffnung erweckt, die erstens falsch ist und zweitens am Ende viele enttäuschen wird. Ja, ich habe ja auch da reingeguckt in die Sozialstaatskonzept und der längere Bezug von Arbeitslosengeld. Das ist ja ein Teil der Rolle rückwärts gegenüber den Arbeitsmarktreformen der Schröder-Regierung. Verfecht sich das nicht, die Arbeitslosigkeit, anstatt sie abzubauen? Raubt das nicht den Anreiz, schnell wieder arbeiten zu gehen, Herr Krämer? Ich glaube, die Frau Hassel kennt da die wissenschaftliche Literatur besser. Natürlich gibt es da Zusammenhänge. Jetzt ist die Frage, man könnte ja diese Angst vor dem Qualifikationsverlust in irgendeiner Weise auffangen durch eine noch stärkere Betonung der Weiterbildung und könnte das auch in irgendeiner Weise honorieren. Ja. Natürlich wäre, wenn wir jetzt in einen langen Bezug von Arbeitslosengeld kommen, der nicht an irgendwelche Weiterbildungs- oder Qualifikationsmaßnahmen gebunden ist, dann hätte ich die Sorge, dass wir in die alte Frühverrentungsgeschichte kommen. Ja, das Konzept sieht ja immerhin vor, dass die Abfindungen dann angerechnet werden, also das ist ein Lernen aus der früheren Problematik, dass eben in der Denke der Frühverrentung, man tat ja was Gutes, wenn man nicht arbeitet, denn man macht einen Platz frei für jemand anders, das war ja die Kuchentheorie des Arbeitsmarktes, in diese alte Denke dürfen wir nicht zurückkommen. Frau Hassel,
Sie haben ja was zu Sanktionen und Fördern vorhin gesagt. Also jetzt frage ich Sie erstmal ganz frech, sind Sanktionen denn sinnvoll überhaupt in so einem System? Ja, kann ich noch zu... Ja, zu dürfen Sie, ich bin also, sicher, ich kenne Sie doch. Also, aber die andere Frage, genau, nehmen Sie doch beide mit. Ich nehme beide mit. Also zum einen zur verlängerten Bezugsdauer von Arbeitslosengeld 1. Und da würde ich wirklich die Literatur ernst nehmen. Und weil es gibt Studien dazu, es gibt Literatur dazu, es gibt Studien, die sich angeschaut haben, wie hat sich das Suchverhalten der Arbeitslosen verändert, wie sehr hat es zur Verringerung der Arbeitslosigkeit beigetragen. Manche Studien kommen zu dem Punkt, ja, diesen Effekt gibt es, Studien kommen zu dem Punkt, es gibt diesen Effekt überhaupt nicht. Ja? Und dann macht es wirklich Sinn, auf der Grundlage nochmal zu schauen, was passiert denn, wenn Arbeitslosengeld verlängert würde, Umqualifizierungsphasen eingeführt werden. Nämlich ich würde vermuten, dass, und vorausgesetzt, wir gehen nicht in eine neue Frühverrentungsphase, die will, glaube ich, keiner. Keiner will mehr Frühverrentung haben, aber ich glaube, es ist schon sinnvoll, denjenigen, die Qualifikationen haben und die willig sind, Qualifikationen aufzubauen, diese Möglichkeit auch zu geben. Und wenn das dann bedeutet, dass man das Arbeitslosengeld dafür verlängert, sollte man es auch tun. Mhm. Und die Wissenschaft sagt nicht, das wird auf jeden Fall zu einer verlängerten Bezugsdauer von Arbeitslosengeld führen. Und diese Wissenschaft würde ich dann wirklich ernst nehmen. Der zweite Punkt waren Sanktionen. Ja, ich finde Sanktionen wichtig und richtig. Ich würde Sanktionen überhaupt nicht komplett abschaffen, weil es natürlich auch bedeuten würde, dass die Jobcenter den Kontakt zu ihren Kunden komplett verlieren würden. Also es gibt manche Kundenkreise, die Jobcenter auch nur dadurch erreicht, dass es Sanktionen gibt. Und durch die Sanktionen haben sie einen Kontakt. Und der Kreis derjenigen, die sich dann komplett abschaltet vom Arbeitsmarkt und sagt, ich will mit euch gar nichts mehr zu tun haben, weil ihr mir mein Arbeitslosengeld 2 sanktioniert, der ist doch relativ klein. Also ich finde, das Mittel der Sanktionen muss weiter aufrechterhalten werden. Ob aber Sanktionen jetzt so, sagen wir mal, großzügig benutzt werden, wie sie im Moment benutzt werden, da hätte ich meine Zweifel. Wir haben ja hinten den Verwaltungsratsvorsitzenden der BA, der kann da einen Zwischenruf machen, aber... Lars Klingbeil, du hast vorhin gesagt, du bist nicht für die Abschaffung der Sanktionen. Zu den Sanktionen. Du kommst noch zu den Sanktionen, keine Angst. Ich will nur einen Punkt machen, wir jetzt darüber sprechen, sind sie sinnvoll, sind sie nicht voll. Ich finde auch, sie sind sinnvoll. Ich habe Jobcenter Watch besucht, das ist so eine Initiative vonjenigen, die Leistung nach dem ALG II bekommen. Und 90% der Zeit, als wir über Sanktionen diskutiert haben, war nicht über die Frage sinnvoll oder nicht sinnvoll, sondern die Menschen haben mir berichtet, dass es administrative Probleme gibt, dass sie etwas eingereicht haben, das irgendwie keiner bekommen haben will, dann wird sanktioniert, obwohl die Unterlagen da sind, obwohl sie sich bemüht haben. Und darüber sollten wir sprechen, wie wir dass Sanktionen sinnvoll sind, waren die sich dort bei diesen Treffen, die ich gemacht habe, war nicht das Thema, sondern das Wie. Lars Klingbeil, du hast ja vorhin gesagt, du bist für Fördern und Fordern. Das steht, glaube ich, auch in dem Papier ausdrücklich so drin. Ich dachte, du hast es gelesen. Ja, ja. Und du hast gerade auch noch mal gesagt, du bist nicht für die Abschaffung der Sanktionen. Kannst du denn dann mal beschreiben, wir haben über Fördern gesprochen, wo du das Fordern dann erkennst in den Vorstellungen der Sozialdemokratischen Partei? Naja, also es ist ja ein sehr grundsätzlicher Punkt und der hat mit meinem Staatsverständnis zu tun. Wenn Menschen Leistungen vom Staat bekommen, haben sie Mitwirkungspflichten und wenn sie diesen Mitwirkungspflichten nicht nachgehen, dann können sie sanktioniert werden. So, das ist das Verständnis, was die Sozialdemokratie unter Gerhard Schröder bis heute sozusagen auch in die Arbeitsmarktreform, in die Sozialstaatsreform reingeschrieben hat und das bleibt. Das ist auch... Jeder, der da was anderes erzählt, hat das Papier nicht gelesen und meint das böswillig. Was wir aber sehen können, und da gibt es, das wissen die Wissenschaftler vielleicht auch, da gibt es empirische Studien, die sagen, es gibt eine Reihe von Sanktionen, die ihre Wirkung verfehlen. Also das ist gerade bei unter 25-Jährigen, wo es Fälle gibt, auch gerade aus großen Städten, wo man schnell sagen, an die Kosten der Unterkunft rangeht, wo es Menschen gibt, die sehr schnell durch Terminversäumnisse ihren Wohnraum verlieren können. Und die verliere ich dann dauerhaft auch aus der staatlichen Kontrolle und kann die gar nicht mehr begleiten. Und deswegen haben wir gesagt, brauchen wir eine Diskussion darüber, an welchen Stellen Sanktionen auch ihre Wirkung verfehlt haben. Und ich vermute, dass diese Debatte uns schneller einholen wird, als uns lieb ist, weil wir demnächst ein Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Frage der Sanktionen und der Mitwirkungspflichten haben werden, wo alles, was wir hören, darauf hindeutet, dass Dinge auch für falsch erklärt werden, die wir heute in der staatlichen Praxis haben. Und lieber Paul, dann brauchen wir sehr schnell eine Einigung, was wir in der Regierung machen und was nicht.
Nochmal, wir halten an Mitwirkungspflichten fest, aber wir sehen auch, dass es welche gibt und das ist wissenschaftlich empirisch unterlegt. Es gibt heute Sanktionen, gerade bei unter 25-Jährigen, die gehen vorbei. Was ich aber auch will, letzter Punkt von mir, und da hat Paul Ziemiak völlig recht, das sind heute wenige Fälle. Ich glaube, es sind 3% heute. Und wir führen eine Diskussion über den Sozialstaat immer festgemacht an diesen 3%. Das halte ich für eine völlig querliegende Diskussion. Wir müssen darüber diskutieren, wie wir Menschen in Arbeit bringen, wie wir qualifizieren, wie wir Menschen auch Abstiegsängste nehmen. Und wir machen eine Diskussion in Talkshows hier überall fest an 3%, die sanktioniert werden. Und das sind ja nicht mal 3% der Menschen, sondern 3% der Fälle, auch weil viele eben Wiederholungstäter sind. Herr Krämer, überzeugt Sie das, was Lars Klingbeil da macht? Er macht, die SPD öffnet über eine 3% eine Diskussion, also, und beklagt sich darüber. Ich finde, Sie haben ja jetzt durchaus eine ausgewogene Stellungnahme abgegeben. Nur wenn man auf den Ist-Zustand guckt, also wir haben ja auch Balkongeländer, obwohl sehr wenig Leute von Balkonen fallen. Also und natürlich kontrollieren wir auch Schwarzfahren, obwohl nur sehr wenig Leute schwarz fahren. Also manche Verhaltensweisen könnten ja auch mit der rechtlichen Regelung zusammenhängen. Also insofern wäre ich mit der völligen Abschaffung der Sanktionen hat ja jetzt auch niemand hier plädiert für. Nur natürlich müssen wir den Fokus auf die Qualität des Förderns richten, einfach als Angebot an langzeitarbeitslose Menschen, dass was für sie getan wird. Das muss der Fokus der Debatte sein. Und insofern hängt Hartz IV, diese alte Geschichte dieser, ich meine, Schröder hat von den faulen Säcken gesprochen, ja, das waren die Lehrer, aber es gäbe kein Recht auf Faulheit. Also Faulheit war in beiden Fällen, also Faulheit war eine wichtige Kategorie. Das war in meinem Wahlkreis, deswegen weiß ich das ja immer bis heute nach. Also das mit den Lehrern war auch nicht ganz geschickt, ja, aber das hängt der Geschichte noch nach, ja, aber natürlich braucht ein Sozialstaat auch Instrumente, wenn diese Mitwirkungspflichten nicht erfüllt werden, und ich sage auch nochmal, wenn es eine Kombination von Transferbezug und Schwarzarbeit gibt, der würde ja nicht den Grünen um die Ohren fliegen, die über Garantieeinkommen reden, sondern der SPD, die dann eine Menge Wähler hat, die ihre legalen Jobs bedroht sehen durch Schwarzarbeit. Das ist ja heute schon ein Problem. Paul Ziemiak, ist es das wirklich so, dass man so liebevoll mit den unter 25-Jährigen umgehen muss, weil die nicht in der Lage sind, Mitwirkungspflichten hinreichend zu erfüllen? Also das Gegenteil ist, glaube ich, der Fall. Das Problem liegt doch bei denjenigen, die auf null sanktioniert werden. Da sind doch ganz andere Fragen. Sollten wir nicht in höhere Leistung investieren, sondern um Betreuung. Ich habe in Niedersachsen eine Einrichtung besucht, wo Jugendliche betreut werden, die jetzt schon mit 18 im ALG-2-Bezug sind. Und da geht, glaube ich, müssen wir mehr solche Einrichtungen fördern, als zu sagen, die Jugendlichen sollen das Geld bekommen. Die haben ja grundlegende Schwierigkeiten. Also mir sagte der Lehrer, es geht gar nicht darum, ob die einen Job bekommen oder nicht bekommen, ob sie irgendeinen Beruf ausüben wollen. Es beginnt damit, dass die nicht in der Lage sind, morgens um 8 Uhr irgendwo zu sein. So, und das ist die Voraussetzung, egal wie viel ich verdiene, egal welche Tätigkeit ich nachgehe, wenn das nicht funktioniert, dann braucht man nicht anzufangen. So, trotzdem ist es natürlich wichtig, dass ich nicht den Eindruck vermittle, das sei eben eine selbstverständliche Leistung. Wenn wir 18-Jährigen das Zeichen geben, es gibt keine Sanktionen oder wenige Sanktionen, halt, man kann über die Richtigkeit welcher Sanktionen, aber doch bitte nicht das diskutieren, das ist doch ein Aufgeben von jungen Menschen. Ich bin gerne bereit, manche Debatten zu führen über Leute, die 40 Jahre gearbeitet haben, müssen sie dann noch eine andere Tätigkeit als die, können wir alles machen, aber bei 18-Jährigen, das ist doch ein Aufgeben von jungen Menschen zu sagen, die sollen nicht sanktioniert werden, ganz im Gegenteil, wenn jemand arbeitsfähig ist und nur diejenigen, die arbeiten können, sind im ALG-2-Bezug, müssen natürlich sanktioniert werden. Das ist auch unfair übrigens all den anderen Menschen gegenüber, die das finanzieren. Denn machen wir uns nichts vor, das ist nicht etwas, was einfach da ist, sondern das wird ja von anderen erarbeitet durch Beiträge. Ja, da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer eintauchen, nämlich dieses Gerechtigkeitsempfinden von denjenigen, die den Sozialstaat finanzieren und demjenigen, die von ihm profitieren. Da steht ja bei der SPD drin, wir sollen an die denken, die ihn brauchen, nicht an die, die ihn missbrauchen. Das klingt sehr schön, aber beschreibt natürlich auch ein bisschen diese Gerechtigkeitsdimension. Wir erleben ja immer wieder einen Sozialstaat, der jetzt schon 40% oder 45% des Bundeshaushalts umfasst und knapp Drittel unserer
unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und trotzdem sagen die Leute, es müsste eigentlich noch viel, viel intensiver zugehen. Da ist ja ein gewisser Gap. Und wenn man sich mal die Regelsätze anguckt, vielleicht Frau Hassel und Herr Krämer, sind die wirklich so ungerecht wie behauptet, wenn eine Familie mit zwei Kindern knapp 1600 Euro in der Grundsicherung plus Kindergeld zur Verfügung hat und ich das vergleiche mit manchen Tariflöhnen, die zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern einvernehmlich ausgehandelt würden, ist doch die Frage von Abgabenkeil und etc. pp. Durchaus auch eine Gerechtigkeitsfrage. Die Vertreter der Politik haben das bisher noch nicht angesprochen, deswegen versuche ich es mal erstmal mit Ihnen in die politische Debatte zu spielen. Ja, aber ich würde sagen, das ist auch ein Problem der Tariflöhne. Also ich glaube ja schon, dass wir ein Lohnabstandsgebot brauchen, aber wir brauchen auch ein Lohnabstandsgebot von Verhältnis von Transferleistungen und Mindestlöhnen oder Löhnen am unteren Ende. Das heißt, die Tariflöhne sollen sich jetzt an den Hartz-IV-Sätzen orientieren? Nein, die Tariflöhne sollen sich an der Wirtschaftsleistung des Landes orientieren und wenn wir uns anschauen, wie sich die Wirtschaftsleistung... Ich glaube eher an der Produktivität der Branche. Ja, nein, nicht unbedingt. Also es gibt natürlich auch branchenübergreifende Effekte. Sie können jetzt nicht die Friseure langfristig auf ihrem Friseurgehalt sitzen lassen, weil sie sagen, sie haben eigentlich keine Produktivitätssteigerung in dem, was sie tun. Also sie brauchen eine gesamtwirtschaftliche Orientierung in dem, wie sich Löhne verändern. Wir haben jetzt im internationalen Vergleich eine lange Phase hinter uns, wo die Löhne eben nicht so gestiegen sind an der Produktivität und auch nicht im Einklang mit anderen Ländern. Und ich glaube, an der Stelle, an der Schraube muss man was tun. Und wir haben einen Niedriglohnsektor, der größer ist als in jedem anderen westeuropäischen Land. Ja? Und wenn man diese Sachen sich zusammen anschaut, dann muss man sagen, ja, Lohnabstandsgebot richtig. Aber das heißt, dass man die Löhne am unteren Rand so erhöhen muss, dass wirklich der Abstand gewährt wird zur Transferleistung. Aber was ist mit den 1600 Euro? Ja, die 1600 Euro. Bitte? Krämer springt auch gleich ein, aber 1600 Euro, ist das zu viel oder zu wenig? Woran soll ich denn das jetzt orientieren? Sie haben Tarifverhandlungen mit mir führen wollen. Gott sei Dank führt die BDA keine Tarifverhandlungen, sondern hat nur tarifführende Verbände. Es gibt natürlich eine Debatte über das Existenzminimum. Es gibt auch eine Debatte darüber, sind die Sätze wirklich genügend angepasst worden im Vergleich zu dem, wie sich auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung erhöht hat. Ich glaube nicht, dass man da sehr viel tun muss. Ich glaube wirklich, dass man den Menschen, die in der Transferleistung sind, einen Arbeitsanreiz dadurch geben muss, dass man vernünftige Löhne in ihren Bereichen bezahlt. Das glaube ich. Ziemek hält es kaum noch. Ich habe zwei Männer, die jetzt, aber bitte, Sie haben das Wort. Und das gilt auch und für Krämer die, erst. Genau, und das gilt auch für die Zuverdienstgrenzen. Ja? Das gilt auch für die Aufstocker zum Beispiel. Ich bin eher skeptisch darüber, ob wir über eine größere Reform der Zuverdienste wirklich was bewegen können, weil die sehr schnell sehr teuer werden und sehr schnell auch den Kreis der Anspruchsberechtigten ausweiten. Der wird dann auf einmal sehr groß, ja? Wenn Sie sehr großzügige Zuverdienste erlauben. Wie gesagt, ich bin eher dafür, dass Menschen gute Arbeit finden und dann gar keinen Anspruch mehr haben und dass sie auf dem ersten Arbeitsmarkt so viel verdienen, dass sie ihre Familie auch ernähren können. Aber geht das? Ja. 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 Doch. Nein. Doch, das geht doch. Herr Krämer, jetzt Herr Krämer dran. Gut. Also, ich meine, wir haben doch für, also zum einen wollte ich sagen, das Kindergeld wird auf den Hartz-IV-Satz angerechnet. Was eine Familie bekommt, hängt davon ab, wie hoch die Wohnkosten sind und so weiter. Okay, und die Sachen sind knapp berechnet. Ja, okay. Jetzt kann man sagen, man hat das grundsätzliche Dilemma, wenn man die Transferleistungen erhöht und wenn man den Transferentzug senkt, dann hat man eben große Ansprüche bis weit in mittlere Einkommen. Aber ich finde auch da Hartz IV oder das SGB II besser als sein Ruf. Wenn wir nämlich allein über den Mindestlohn oder über Tarife sicherstellen wollten, dass in allen Familienkonstellationen es einen Abstand gibt zwischen dem soziokulturellen Existenzminimum und dem, was man verdient, bräuchte ein Alleinverdiener mit drei Kindern einen Lohn von 16 Euro. So, ein Mindestlohn von 16 Euro fordert niemand. Das heißt, wir brauchen irgendein Segment von Aufstockung oder Entlastung bei Familien, die im Niedriglohnsektor arbeiten und bei denen es sich lohnen muss, zu arbeiten im Vergleich zum Transferbezug. Das machen wir heute über die Zuverdienstregelung im SGB II. Ja, das ist bedarfsgeprüft. Wenn wir jetzt das großzügiger gestatten, haben wir plötzlich sehr viel mehr Hartz-IV-Empfänger
und sehr viel mehr Leute, bei denen das Jobcenter dann irgendwie eine Bedarfsprüfung macht. Wir würden dann sehr wahrscheinlich gefühlt zu einem Volk von Hartz-IV-Empfängern und Working Poor. Ja, aber irgendwas braucht man. Vielleicht kann man auch bei den Sozialabgaben eine Entlastung machen. Aber wir müssen über diese Unterstützung reden und das können wir nicht allein über Tarifpolitik hinkriegen. Also der Übergang zwischen Transfersystemen. Aber auch. Also es ging jetzt nicht nur, aber auch. Ja, gute Löhne helfen, das habe ich nicht gut, aber Frau Hasselt, wenn ich das mal als Hauptgeschäftsführer einwerfen darf, aber wir wollen jetzt nicht die Politiker verwirren, die sollen mal ihren Hartz-IV-Verantwortung wahrnehmen und wir Tarifvertragsparteien müssen unsere Tarifvertragsverantwortung wahrnehmen. Und woran Herr Krämer anspricht, ist ja, den Übergang zu organisieren. Das ist, glaube ich, die delikate Herausforderung und das ist auch nicht zuletzt eine politische, weil administrative, steuerrechtliche, abgabenrechtliche Herausforderung. Herr Ziemiak und danach Herr Klingbeil, beide wollten schon reinspringen. Ich wollte, also was für mich sehr zentral ist, und das wird an der Diskussion deutlich, ist die Frage, und das müssen wir gesellschaftlich klären, halten wir eigentlich den Wert von Arbeit noch für so zentral? Und meine Antwort ist ganz klar ja. Was ich nur sagen will, und das ist vorhin auch in den kurzen Statements klar geworden, es gibt mittlerweile eine grundlegend andere Diskussion in diesem Land. Also ich habe als Generalsekretär der SPD mit einer Debatte zu tun, die lautet bedingungsloses Grundeinkommen. So, das kriegen wir weg in der SPD. Aber ich nehme wahr, dass Herr Habeck ein Modell vorschlägt, das irgendwie bei 30 Milliarden liegt, das auch dafür sorgt, dass hier in diesem Land Leute so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen bekommen, wo es alles das, worüber wir heute diskutiert haben, die Frage fordern, fördern, das ist dann völlig weg, sondern die Leute kriegen Geld vom Staat, kriegen viel Glück gewünscht und müssen gucken, wo sie bleiben. Das mag für eine bestimmte Klasse in Berlin Mitte, in Hamburg, sonst wo mag das gut funktionieren. Die werden sich frei bewegen können und mit diesem Geld auskommen. Nur ich frage mich, was steckt da für ein Staatsverständnis dahinter, wenn man sagt, wir machen das auf diesem Weg. Und auch das möchte ich gerne ansprechen, weil ich glaube, die Frage Tarifbindung ist für mich ganz wichtig. Die Frage Mindestlohn, da haben wir uns deutlich positioniert. Ich finde, wenn wir über den Wert der Arbeit und sagen, das steht in der Mitte, darüber dann diskutieren, was sind die Instrumente, um Arbeit auch wieder stark zu machen, dann ist das eine ganz andere Diskussion, als ich sie leider viel zu häufig im politischen Diskurs in Berlin noch lebe, wo Leute sagen, wir gehen in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen und dann bis zu 30 Milliarden, die Grünen da anscheinend bereit sind auszugeben. Und so eine Diskussion wünsche ich mir auch auf einem Podium hier oben. Herr Krämer oder Herr Ziemiak einigen sich jetzt. Ein Zwischenruf. Bitte nehmen Sie Herrn Habeck nicht die 30 Milliarden ab. Das hat er gesagt, aber wo ist denn die Rechnung? Das IFO-Institut hat eine Rechnung gemacht über unterschiedliche Alternativen. Das, was Habeck vorschlägt, kostet 52 Milliarden. Und ist ja noch schlimmer. Und wenn wir ein bedingungsloses Garantieeinkommen haben, dann bitteschön können wir doch nicht, wie jetzt im SGB-II-System sagen, wenn man ein Studium aufnimmt, gibt es kein Garantieeinkommen, dann geht auch die Lebensstandardsicherung von Studierenden, auch der bürgerlichen Mitte, in öffentliche Verantwortung über. Und natürlich hat die Berechnung noch keine Arbeitsmarkteffekte. Wenn wir das alles berücksichtigen, wird die Kosten, und dann will er ja noch die Leistungen individualisieren, also auch der Partner, die Partnerin oder der Partner einer gut verdienenden Anwältin würde ein Garantieeinkommen bekommen. Wir würden also vermutlich Kombinationen von Vollzeitstelle und Garantieeinkommen statt Vollzeitstelle und Halbtagsstelle bekommen. Und wenn man das alles zusammenrechnet, sind wir vielleicht bei 100 Milliarden und das ist in etwa das, was wir als Bundeszuschuss in die Rente stecken. Also praktisch, wenn ein Politiker sagt, mein Vorschlag kostet 30 Milliarden, dann bitte nicht sofort glauben, dass es nur 30 Milliarden sind. Also absolut richtig und übrigens noch mit einem Zusatzpunkt, wenn ich den noch zum letzten Punkt ergänzen darf. Wir haben das schon bei Leistung nach dem ALG II. Ist doch die Frage, was machen wir eigentlich mit Binnenmigration in der Europäischen Union? Das ist doch eine Frage, die auch die Grünen beantworten müssen. Schließen Sie dann die Menschen aus, die aus der EU nach Deutschland kommen, aus von dieser Leistung? Das wird kaum möglich sein rechtlich. Also schafft Deutschland als einziges Land in der Europäischen Union für jeden, der hier hinkommt, ein Mindestgrundeinkommen. Da wünsche ich aber viel Spaß in der Erklärung, wie man das Menschen erklärt, übrigens auch im Ruhrgebiet und anderswo. So, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, die Koppelung, die Frage, wie hoch muss eigentlich ein Hartz-IV-Satz sein und wie viel ist der Mindestlohn? Ich finde, es ist systematisch falsch, das miteinander in Verbindung zu bringen. Weil Sie die Frage, ich verstehe das ja noch, wenn man vergleicht, eine Person lebt alleine und verdient und wie hoch muss
das Mindesteinkommen muss der Mindestlohn sein und dann eine Person alleine von Sozialleistung. Okay, das kann ich ja nachvollziehen. Aber was heißt denn das jetzt beim Friseur? Muss man als Friseur so viel verdienen, dass man alleine, wenn der Partner zum Beispiel nicht arbeiten kann oder will, eine vier- oder fünfköpfige oder sechsköpfige Familie ernähren kann? Muss der Mindestlohn so hoch sein? Nein. Okay, aber wo ist die Grenze? Nein. So hoch muss der Mindestlohn nicht sein, das fordert auch niemand. Also selbst diejenigen, die jetzt über Living Wages zum Beispiel debattieren, die sagen, der Mindestlohn muss sich daran orientieren, was das Leben, die Lebenshaltungskosten eigentlich sind. Die gehen von Durchschnittswerten aus einer Familie und die gehen nicht von individualisierten Werten aus, wenn wir jetzt eine Familie mit 7 Kindern haben. Aber dann gibt es ja immer noch eine Gerechtigkeitslücke. Es ist ja auch keine Allheilmittel, sondern aber es ist ein Schritt zu einer Entkopplung oder zu einem Schritt aus der Transferleistung hinaus, wenn man denjenigen die Perspektive gibt, ihr könnt auch auf dem ersten Arbeitsmarkt ein Einkommen erzielen, das zumindest für euch alleine euch nicht mehr in den Transferbezug alleine einbringt. Okay, genau. Wenn das alleine genau. Der Fall ist, aber ich will nur mal weiter sagen, ich finde diese Vermischung, die wir haben, die sollten wir nämlich machen. Wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft und das heißt für mich, die Sozialpartner verhandeln über Löhne. Wir haben jetzt einen Rahmen geschaffen als Bund, also eine quasi, wie wir immer gesagt haben, Lohnuntergrenze. Das ist es ja quasi. Es wird ja nicht politisch, der Fortgang wird ja nicht politisch entschieden. Und auf der anderen Seite gibt es einen Sozialstaat, der die auffängt, die Solidarität brauchen. Und ich finde, dass auch übrigens, wenn jemand alleine arbeitet und hat viele Kinder oder der Partner ist krank und kriegt dann noch Unterstützung von, dann ist das etwas Gutes. Da können wir stolz drauf sein als Staat. Und das sollten wir auch so nicht miteinander vermischen, sondern sagen, darauf ist es angelegt. Und nur diejenigen, die aussteigen, die nicht mehr ihren Beitrag leisten wollen, die werden sanktioniert. Wir glaube, wir finden hier auf dem Podium jetzt keinen, der Robert Habeck besonders lobt, zumindest nicht für seinen Vorschlag zum bedingungslosen Grundeinkommen. Aber was, ich will mal das Argument, und ich, dazu hat ja Lars Klingbeil etwas gesagt, was viele Arbeitgeber unterschreiben würden. Aber beim Wohneigentum gibt es dann auch ein Grundrecht auf bedingungsloses Wohnen, denn das ist ja auch Bestandteil des SPD-Konzeptes. Warum, dass man das Wohneigentum unbeschadet lässt, ist ja nichts anderes als ein bedingungsloses Recht auf Wohnen. Da wird ja nicht irgendwie Bedarf geprüft, das ist ja in Frage gestellt. Warum gilt diese Argumentation dann nicht auch für eine sachgerechte Überprüfung? Also jeder sozialversicherungspflichtig Beschäftigte wägt ja auch ab, wie viel Teil seines verfügbaren Einkommens er machen muss. Aber beim Wohnen für Transferleistungsempfänger soll dieses Prinzip nach euren Vorstellungen abgeschlechtet. Das kann ich noch nicht ganz logisch zusammenbringen mit dem klaren Bekenntnis gegen das bedingungslose Grundeinkommen. Ja, ich helfe dir. Wir wollen jetzt aber voneinander lernen. Nochmal eine Kurve vorher anfangen. Das, was uns umgetrieben hat bei der Formulierung des Sozialstaatskonzeptes, ist die Frage, was passiert eigentlich die nächsten Jahre auf dem Arbeitsmarkt? Und wir werden erleben, dass Branchen von gut qualifizierten Menschen, die sich anstrengen, die was leisten, die hinterher sind, auch auf dem neuesten Stand zu sein, dass selbst deren Arbeitsplätze unter Druck geraten durch Digitalisierung. Es sei denn, BDA sagt mir jetzt, wir brechen mit der Logik der letzten Jahrzehnte, dass dort, wo Technik Arbeitsplätze ersetzen kann, wir das nicht machen. Aber das war immer der Stand, sozusagen. Wenn Technologie, wenn technischer Fortschritt Arbeitsplätze ersetzen kann, passiert das auch. Bei mir in der Lüneburger Heide haben früher 40 Leute auf dem Acker gestanden, heute ist da maximal noch einer. So, und das wird in den nächsten Jahren auch passieren in ganzen Branchen, wo heute das noch nicht absehbar ist, aber wo es auch um hochqualifizierte Jobs geht. Und das, was uns gerade umtreibt, ist, dass wir Menschen verlieren, die Abstiegsängste haben. Die verabschieden sich auch von einem System gerade, die verabschieden sich von einem politischen System und rennen auch in die Hände von Populisten. Und deswegen ist ein Staat, der gesellschaftlichen Zusammenhalt setzt, etwas sehr Fundamentales in dieser Zeit. Und ich habe keine Kritik an Agenda und Hartz IV damals gehabt. Ich habe das immer unterstützt und halte das auch nach wie vor für einen mutigen Weg, den Gerhard Schröder gegangen ist. Aber es gab zwei Punkte, die mich gestört haben. Zwei Punkte, die ich damals schon als falsch empfunden habe. Das eine war das Schonvermögen, was ich für viel zu niedrig angesehen habe. Und das zweite ist, dass ich auch bei mir im Wahlkreis mitbekommen habe, dass Menschen, dadurch, dass sie in Arbeitslosengeld II gerutscht sind, ihre Wohnung verloren haben, manchmal nur aufgrund von 6-7 Quadratmeter, wenn der Landkreis das falsch ausgelegt hat und seine Spielräume nicht genutzt hat. Und deswegen haben wir gesagt, Steffen, und das ist nur für 2 Jahre, dass wir sagen, wenn jemand arbeitslos wird,
wird für 2 Jahre das Schonvermögen anders angerechnet, als das heute der Fall ist, nämlich großzügiger. Und das Zweite ist, man wird in diesen 2 Jahren sagen, nicht aus seiner Wohnung rausgeschmissen, sondern wir setzen alles, und das ist ja die Kehrseite, über mehr Qualifizierung, über Recht auf Weiterbildung, über einen Ausbau von staatlichen Qualifizierungsmaßnahmen setzen wir darauf, dass er recht schnell wieder in Arbeit reinkommt, sich aber nicht mit der Frage beschäftigen muss, verliert er jetzt wegen 6-7 Quadratmeter seinen Wohnraum. Das ist das, was du jetzt gerade mit Robert Habeck in einen Topf geworfen hast, wo ich einen Unterschied sehe zu den Thesen von Robert Habeck. Danke für diese Klarstellung. Wir müssen aber auch noch mal gucken, wir suchen immer noch nach diesen Fällen, sowohl in der Rentenversicherung wie in der Arbeitslosenversicherung, wo das, was die Politik immer behauptet, dass also reihenweise Menschen aus ihrem Wohnumfeld herausgerissen worden ist, da merken wir, hören wir aus den Jobcentern sehr viel flexiblere Realitäten als in der politischen Debatte. Herr Krämer, Herr Klingbeil hat seine Maßnahmen begründet mit Angst vor Populismus. Halten Sie das für einen guten Ratgeber für sozialstaatliches Handeln? Ja, natürlich müssen wir die populistische Bedrohung ernst nehmen. Ja, ich habe, und selbstverständlich ist alles, was Ängste mildert, ist positiv. Ich würde darauf hinweisen, dass zumindest die Angst vor der Arbeitslosigkeit seit 2005 deutlich zurückgegangen ist, wenn wir den Daten des sozioökonomischen Panels folgen und die Lebenszufriedenheit angestiegen ist. So, trotzdem, ich habe ja auch dafür plädiert, Fairness am unteren Rande der Mitte, was Möglichkeiten durch Arbeit ein höheres Einkommen zu haben, so komplex das ist, und auch die Vollanrechnung der Rentenansprüche auf die Grundsicherung finde ich nicht akzeptabel, da muss auch was gemacht werden. So. Ich habe nur Probleme zu erwarten, dass mit diesen sozialstaatlichen Änderungen wir dann das Populismusproblem von der Backe kriegen. Ja? Wir sagen, ja, Österreich hat ein viel besseres Rentensystem als Deutschland, ich will jetzt nicht diskutieren, dass das stimmt, aber irgendwie ein Populismusproblem scheinen die in Österreich ja auch zu haben. Ja, oder Dänemark hat eine viel großzügigere Arbeitsmarktpolitik, aber Populisten haben wir da auch. Ja? Also wir müssen aufpassen mit einer monokausalen sozialpolitischen Erklärung des Populismus. Meine Sorge ist, dass jeder quasi das will ich Ihnen jetzt nicht unterstellen, aber die Gefahr ist in der Debatte, dass jeder das als das beste Mittel gegen Populismus hält, was er immer schon gefordert hat. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir uns zugestehen würden, dass wir vielleicht die Dynamiken, die zu diesem Populismus führen, noch gar nicht richtig verstanden haben. Also ich persönlich bin da ziemlich hilflos. Paul Ziemiak, bist du denn der Auffassung, dass man die AfD aus dem Deutschen Bundestag durch ein höheres Sozialbudget verdrängen kann? Aber es ist eine Mischung aus allem. Ich teile das, was Sie gesagt haben. Wenn Sie sich das österreichische Rentensystem anschauen, das hört sich, wir hören ja nur die Zahlen, was man am Ende bekommt. Aber wenn wir in Deutschland zum Beispiel ein Element umsetzen würden, man muss mindestens in Österreich 15 Jahre einzahlen in die gesetzliche Rentenversicherung, um etwas am Ende rauszubekommen. Da wünsche ich aber mal viel Spaß bei der Bekämpfung von Populisten in Deutschland, wenn man jetzt den Leuten sagt, wenn du 14,5 Jahre eingezahlt hast, kriegst du nichts. So. Damit gewinnen wir auch keine Rentendebatte. Die Frage von Populismus, AfD, Bundestag, ich glaube, das ist ein Konglomerat an Problemen. Es ist natürlich Migration, machen wir uns nichts vor. In manchen Gebieten Deutschlands und gesellschaftlichen Gruppen ist das immer noch das Hauptthema, auf das man angesprochen wird. Das ist die Frage, wie entwickeln sich ländliche Räume und die Fragen von Abstiegsängsten, wenn die Apotheke zumacht, wenn der Supermarkt, das kennen Sie alles, diese bildhaften Beschreibungen, die aber in der Sache nicht falsch sind. Und es ist auch die Frage des Eindrucks, den wir von Politik haben, ehrlicherweise. Wie reden wir über Politik in Deutschland? Das tun wir auch nicht immer besonders positiv, um das mal an dieser Stelle zu sagen. Und aus allem entsteht eine schöne Suppe, die dann am Ende nicht schmeckt. Frau Professor Hassel, unser Sozialstaat, da verteilen wir 1 Billion Euro um. Und trotzdem machen wir hier so eine Debatte, wir haben ja gesagt, ich habe ja ein paar Zitate am Anfang gebracht, wo jeder Jobagentur-Mitarbeiter in die Nähe des offenen Strafvollzugs gerückt wird. Macht Ihnen das nicht eigentlich ein bisschen Sorge, dass wir so viel Geld von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern in die Hand nehmen, sagen, dass wir erfüllen soziale Funktion damit, und am Ende steht eigentlich ein kumulatives Gemisch von Leuten, die eine
sagen, alles viel zu wenig und ich kriege nicht genug ab und so weiter und so fort. So ein Sozialstaat kann ja auf Dauer nicht tragfähig sein. Was müssen wir da ändern? Also der Sozialstaat baut auf der Mittelschicht auf. Und das wissen jetzt nochmal aus wissenschaftlicher Sicht, die Länder, die großzügige und gute Sozialstaaten haben, sind auch die Länder, die die Mittelschicht sehr stark bedienen. Ja, also Skandinavien sieht man es ganz deutlich. Dort profitiert insbesondere die Mittelschicht von sozialstaatlichen Leistungen. Die haben dann aber auch eine relativ geringe Ungleichheit und die Armen profitieren dann sozusagen in zweiter Ordnung davon, ja, von den relativ großzügigen Leistungen. Ich glaube, dass es ein gutes Modell ist. Ich glaube auch, dass ein ausgebauter Sozialstaat ein gutes Modell ist. Warum wir in Deutschland ein Legitimationsproblem haben, ist genau an der Frage, welche Teile der Mittelschicht profitieren wie vom deutschen Sozialstaat? Und da muss man genauer nachjustieren. Und da ist man genau an der Frage, die Herr Krämer eben auch schon angesprochen hat. Also wir müssen uns die untere Mittelschicht anschauen, also nicht die Armen. Ich glaube, dass wir für Arme wirklich viel getan wird. Ich glaube auch, dass für bestimmte Bereiche der Mittelschicht viel getan wird. Für die, die wenig getan wird und die wirklich Abstiegsängste haben, sind die untere Mittelschicht. Und ich würde genau da ansetzen. Und dann bin ich wieder bei meinem langweiligen Thema mit den Löhnen, weil genau die Problematik entsteht daraus, dass Menschen, und dann, das sind dann durchaus qualifizierte Menschen in manchen Berufen, nicht mehr die Löhne erwirtschaften, die sie brauchen, um vernünftig leben zu können. Und da muss man ansetzen. Und dann hat man auch diese ganze Sozialstaatsdebatte nicht mehr so, wie wir sie jetzt haben. Menschen, die übrigens wenig verdienen in Deutschland, genauso wie Sie sagen, die fragen nicht nach den Leistungen im ALG-2-Bezug, sondern die fragen, was ist meine Perspektive, wie entwickelt sich mein Arbeitsplatz? Herr Kämpfer, Sie haben zwei Bücher darüber geschrieben, wie das wahrgenommen wird. Finden Sie sich bei dem, was Ihre Kollegin Hassel gesagt hat, gut aufgenommen? Ja, also der Sozialstaat unterstützt natürlich die Mitte. Die Mitte jammert über die Belastungen, aber sie profitiert auch von dem Sozialstaat. Und wenn wir in eine Situation kommen, wo jeder meint, er bekommt zu wenig oder er zahlt zu viel, dann schwindet die Unterstützung für den Sozialstaat. Ich glaube, dass wir einen Blick haben müssen auf Fairnessfragen am unteren Rand der Mitte, da sind wir einig. Ich habe ein bisschen ein Problem mit der Aussage, wir tun genug für die Armen. Ich will jetzt, klar, man kann über manche Stellschrauben in der Regelsatzberechnung streiten, das will ich aber jetzt gar nicht tun. Sondern die Frage ist, wie richten wir diesen an sich gut ausgebauten Sozialstaat stärker darauf aus, dass er Notlagen vermeidet? Ja, wenn wir also weiterhin 6% der Kinder haben, die Schule ohne einen Abschluss verlassen, wenn wir in den Hauptschulen einen hohen Anteil von Kindern haben, die keine ausreichenden Lesekompetenzen haben, ja, dann gibt es natürlich niemanden, der das wegzaubern kann. Ja, aber diese präventive Wirkung unseres Sozial- und Bildungssystems, ja, das ist, glaube ich, ein sehr entscheidender Punkt. Und ich glaube, in dem Punkt tun wir vielleicht nicht genug Wirkungsvolles für die Armen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, als wir eingeladen hatten zu dem Thema, wie gerecht ist Hartz IV, dachte ich, die kloppen sich hier richtig oben auf der Bühne. Aber wenn ich das mal Revue passieren lasse, bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Krämer, der Sie so richtig aus sich rausgekommen sind, als es um Robert Habeck ging. Das wird nicht mehr Ihr Freund. Tut mir leid. Und eine klare Ablehnung des bedingungslosen Grundeinkommens. Diese 30 Milliarden. Ist ja in Ordnung. Herzlichen Dank für diese klare Position und Ihre Diskussionsbeiträge, lieber Herr Krämer. Danke an Lars Klingbeil, der sich öfter mal falsch verstanden und deswegen viel fühlte und deswegen viel erklärt hatte, bei dem ich aber insgesamt nicht den Eindruck hatte, dass er sich den Satz von Kevin Kühnert, der Sozialstaat sollte nicht über Rache funktionieren, zumindest nicht in seinen Wortmeldungen heute hier zu eigen gemacht hat. Herzlichen Dank, lieber Lars, dass du da warst. Und zum wiederholten Male fachkundig und empathisch die Position unseres Sozialpartners dargestellt haben Sie, Frau Professor Hassel, dabei würde ich Sie heute mal mit Ihrem leidenschaftlichen Plädoyer für die Mittelschicht im Gedächtnis bleiben lassen. Das habe ich von Ihnen so oft noch nicht gehört. Wir werden Sie bei den nächsten Tarifvertragsverhandlungen zitieren und sagen, selbst das WSI ist der Auffassung, man muss mehr für die Mitte dieser Gesellschaft tun. Mit dieser nicht ganz ernst gemeinten Bemerkung bedanke ich mich recht herzlich für Ihren Auftritt.
Und ich bedanke mich bei Paul Ziemerk, dass er nochmal deutlich gemacht hat, dass es zwischen den Konzepten von Union und SPD mehr als manche vermuten Unterschiede gibt, dass er ein klares Bekenntnis auch zu beiden Teilen von Fördern und Fordern gemacht hat. Und manches Mal habe ich den Eindruck, gibt es auch inhaltliche Übereinstimmung zwischen Union und BDA. Ebenso wie mit der SPD, aber das ist alles ausbaufähig, aber danke, dass du dieses Gesprächsangebot angenommen hast. Herzlichen Dank, lieber Paul. Auf meinen Zetteln steht, dass ich mich bei Ihnen bedanken soll. Das hätte ich auch ohne Hinweis gemacht. Danke, dass Sie da waren und durchgehalten haben. Ich möchte die Referenten kurz bitten, dass sie noch ein Foto machen, und Sie möchte ich zum Imbiss einladen, hier draußen in der Factory oder draußen in der Sonne. Beides scheint zulässig. Wir werden uns wiedersehen, wenn Sie Spaß haben dazu. Das Format wird sich thematisch fortentwickeln. Danke, dass Sie da sind. Ich will einen abschließen mit einer Geschichte. Ende Mai ist Europawahl. Ich gehe davon aus, hier ist Wahlbeteiligung 100%. Das erwarten wir Sozialpartner, Arbeitgeber und empfehlen es auch. Was Sie wählen, das ist Ihre Sache, aber das Sie wählen, ist Ehrensache. Dankeschön.